Mundpropaganda ist ein Märchen. Das klingt nach einer sehr, sehr steilen These, denn sicherlich ist es das Marketing-Tool, das alle empfehlen. Aber denkt mal einmal kurz drüber nach. Es gibt diese Fotografen, die euch erzählen, ich bin nur über Empfehlungen gewachsen. Ich habe nie einen Cent für Werbung ausgegeben. Und das hat wunderbar funktioniert und ich werde auch niemals Geld für Werbung ausgeben. Die Frage ist doch, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und ich erkläre euch nach dem Intro, warum ich finde, dass das gar keine gute Idee ist. Bis gleich. Klar, die These ist etwas überspitzt. Man kann natürlich mit Empfehlungen sehr gut wachsen und man kann auch dadurch sich ein bestimmtes Kundenklientel erschließen. Aber das ist eben auch gleichzeitig der Nachteil. Es gibt halt dann wenig Möglichkeit, ein neues Kundenklientel zu erschließen, weil man im Grunde auf die Freunde und Bekannte dieser Leute, für die man schon gearbeitet hat, beschränkt ist. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, was man machen kann, um da mehr zu erreichen, dazu gleich mehr. Warum glaube ich, dass die Fotografen falsch liegen, die euch sagen, ich bin über Empfehlungen gewachsen und fand das super gut und das ist das Einzige, was ihr braucht? Das ist ganz einfach. Überlegt euch mal, wie es funktioniert, wenn ihr meinetwegen in eurer ersten Hochzeitssaison 3 Hochzeiten fotografiert. Wie soll das passieren, dass ihr dann in der zweiten 30 fotografiert? Wie soll sich das verzehnfachen? Aus einer Hochzeit werden wahrscheinlich nicht einfach 10 weitere. Das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und das liegt einfach daran, dass auf dieser Hochzeit erstmal jemand da sein muss, der vielleicht dann im nächsten Jahr heiratet. Oder dass jemand, der die Bilder sieht und sehr begeistert ist, dann im nächsten Jahr heiratet und eben das Brautpaar darauf anspricht, wer das fotografiert hat. Und das ist eben einfach sehr unwahrscheinlich, dass sie das mehr als durch den Faktor 2 erhöht. Und daher, ja, macht es einfach keinen Sinn, dass ihr glaubt, ihr könntet einfach sehr schnell am Anfang wachsen, indem ihr euch auf diese Mundpropaganda verlasst. Es macht wesentlich mehr Sinn, da nochmal selber nachzuhelfen. Der Grund dafür ist ganz einfach, ihr wächst sonst einfach sehr, sehr langsam. Ihr kommt vielleicht von den 3 Hochzeiten im nächsten Jahr auf 5 oder sagen wir im guten Fall 7, 8 oder so und dann habt ihr im nächsten Jahr vielleicht 10, 12, 13 und dann dauert das halt, sagen wir mal, 4, 5 Jahre, bis ihr dann bei den 30 Hochzeiten seid, die ja von Vollzeit-Hochzeitsfotografen oft das Ziel sind, die so ungefähr als die Nummer gelten, die auf jeden Fall das ermöglichen, dass man das einfach in Vollzeit macht und nichts anderes macht. Jetzt möchte ich in diesem Video nicht erzählen, dass Mundpropaganda ein Märchen ist und dass man das irgendwie nicht braucht oder so, sondern ich möchte euch auch Alternativen ganz kurz beschreiben. Und das eine wäre, dass ihr einfach Zeit investiert. Das heißt, dass ihr zum Beispiel Shoots organisiert, dass ihr euch für euer Portfolio, für den Stil, in dem ihr arbeiten wollt, gezielt Shootings organisiert. Das heißt, ob das jetzt ist, dass ihr Models organisiert, dass ihr Dekorationen organisiert oder was auch immer das ist, oder dass ihr einfach nur Produkte, die ihr spannend findet, fotografiert, wenn ihr in die Produktfotografie gehen wollt, dass ihr euch einfach ein Portfolio erstellt, wo ihr sagt, okay, das ist genau das, von dem ich mehr fotografieren will. Und das kostet natürlich erstmal Zeit und dann kostet es genauso Zeit, nachdem ihr das fotografiert und bearbeitet habt, dann kostet es auch Zeit, eben dieses zu verbreiten. Das heißt, dass ihr euren Instagram-Kanal aktiv befüllt zum Beispiel oder dass ihr diese Fotos dann bei entsprechenden Blogs einreicht oder irgendwie versucht, noch mehr Verbreitung als über eure eigenen Kanäle zu bekommen. Und das ist die eine Möglichkeit, dass ihr einfach Zeit, die ihr unter Umständen am Anfang habt, wenn ihr noch nicht so viele Aufträge habt, dass ihr die investiert. Und die andere Möglichkeit ist natürlich sehr einfach, dass ihr einfach Anzeigen schaltet. Das heißt, dass ihr zum Beispiel bei Google Anzeigen schaltet zu bestimmten Stichworten oder dass ihr auf Facebook Anzeigen schaltet. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber das ist eben der andere Punkt. Und zu meiner eigenen Erfahrung möchte ich gerne sagen, dass ich jetzt aktuell halt so ungefähr ein Drittel meiner Neuaufträge über Empfehlungen bekomme. Ein Drittel bekomme ich über Google und ein Drittel bekomme ich über bezahlte Werbung. Und ja, das ist, finde ich, ein sehr, sehr gesundes und ausgewogenes Verhältnis.
Und das hilft halt wirklich, dass wenn mal irgendwann vielleicht der Empfehlungsstrang aus irgendwelchen Gründen ein Jahr abreißt oder einem Jahr mal unterdurchschnittlich funktioniert, dann habt ihr halt noch die beiden anderen Wege, auf denen ihr es auch schaffen könnt und so könnt ihr das dann so ein bisschen ausgleichen. Und grundsätzlich verzichte ich also demnach nicht auf die Mundpropaganda, sondern ja, nehme das natürlich gerne an. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um weitere Aufträge zu generieren. Aber das ist eben nur einer der Faktoren, woher ich meine Aufträge habe. Und das ist mir sehr wichtig. Und das wollte ich euch gerne erzählen, das mit euch teilen. Wenn ihr an unseren Videos interessiert seid, es gibt noch viel, viel mehr davon auf stefanundkai.de. Schaut da mal gerne rein. Da gibt es ganz viele Tutorials, wo wir euch wirklich mit auf echte Shootings nehmen, wo wir euch noch mehr im Detail erklären, wie unser Business funktioniert, wie wir das alles machen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten auf jeden Fall natürlich gerne den Kanal abonnieren. Am besten mit der Glocke, damit ihr auch die Benachrichtigungen bekommt. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Ciao.